Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Theresa von Sammy Dolls. In dieser kleinen Videoserie will ich dir all die Nähgrundlagen und Tipps zeigen, die man braucht, um all meinen Schnittmustern und Videoanleitungen mit viel Freude und Selbstvertrauen zu folgen. Mir macht Nähen einfach so viel Spaß und ich hoffe, dass ich dich auch dazu animieren kann, mit dem Nähen loszulegen oder die alte Nähmaschine aus dem Keller oder aus vom Dachboden wieder herunterzuholen. Alle anderen Videos in dieser Serie sind unten in der Videobeschreibung verlinkt und jetzt geht's los! In diesem Video schauen wir uns an, wie man den Stoff schön kräuseln kann, damit man zum Beispiel schöne gerüschte Röckchen und Kleidchen nähen kann. Und zuerst schauen wir uns an, wie es auf der Nähmaschine geht und dann später auch auf der Overlockmaschine. Auf der Nähmaschine nähen wir in einem Geradstich und wir wählen die längste Stichlänge, die möglich ist. Und dann nähen wir einfach eine gerade Naht entlang der Stoffkante. Und an beiden Enden lassen wir den Faden etwas überstehen. Wir brauchen an beiden Enden ein bisschen extra Faden. Und dann teilen wir die Fäden hier und nehmen entweder den oberen oder unteren und ziehen. Und dann fängt der Stoff schon an, sich zu kräuseln. Dann können wir auch auf der anderen Seite noch ziehen, nur an einem der Fäden. Und dann kräuselt sich der Stoff. Und dann können wir so viel oder so wenig ziehen, wie wir wollen, so wie wir eben es gekräuselt haben wollen. Und so einfach geht es auf der Nähmaschine. Jetzt schauen wir uns noch an, wie es auf der Overlockmaschine geht. Da stelle ich hier einfach meine Einstellung an, so auf die höchste Position, die es geht. Und auch die Fadenspannung von der linken Nadel stelle ich ganz stramm hier. Und wenn ich dann nähe, kräuselt sich der Stoff von alleine. Man kann da ein bisschen rumspielen mit den Einstellungen und das so viel oder so wenig kräuseln, wie man möchte. Aber das finde ich immer ganz praktisch. In dem nächsten Video schauen wir uns an, wie man das Schrägband an eine gerade oder auch gerundete Kante nähen kann. Ich hoffe, ich sehe dich dann auch wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlass mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!